Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, nun ist es passiert. Ein Politiker hat die ganze Wahrheit gesagt. Eine ganze Rede, voll mit Wahrheit, alles aufgedeckt, öffentlich, im Landtag von Sachsen-Anhalt. Und es war wieder ein AfD-Politiker. Ich würde mir schon wünschen, dass es mal ein Politiker wäre, der einer Partei angehört, die ich im Februar noch als halbwegs akzeptabel angesehen habe. Mittlerweile ist eigentlich keine mehr dabei. Falls das hier jemand hört, von der SPD, von der CDU, von Bündnis 90 Die Grünen oder von der Linken, warum bitte hat von euch keiner den Arsch in der Hose, bringt mal den Mut und die Würde auf, sich ein bisschen zu wehren und einfach mal die Wahrheit auszusprechen. What the fuck? Hör dir an, was er gesagt hat. Vielen Dank, sehr geehrter Präsident, liebe Kollegen. Wir beantragen hier und heute, die Maskenpflicht im öffentlichen Raum abzuschaffen. Die Pflicht zur sogenannten Mund-Nasen-Bedeckung ist in den Augen unserer Fraktion, in den Augen unzähliger Ärzte und inzwischen in den Augen unzähliger Wissenschaftler folgendes. Sie ist ein unkalkulierbares und unnötiges Risiko für unser Volk. Sie schafft eine trügerische und unbegründete Sicherheit. Sie ist eine vollkommen unüberlegte politische und nicht wissenschaftliche, und das ist das Entscheidende, sie ist eine politische Entscheidung ohne jegliche wissenschaftliche Grundlage, und sie löst keine Probleme, sie schafft neue Probleme. Und warum das so ist, möchte ich heute in aller Sachlichkeit mit Fakten untermauert darlegen. Und mit meiner Begründung verbinde ich auch noch eine Bitte an alle Maskenträger da draußen. Bitte machen Sie sich ein eigenes Bild. Bitte fangen Sie wieder selbstständig an zu denken. Bitte hinterfragen Sie spezielle Anordnung und bitte denken Sie an meine folgenden Argumente, wenn Sie sich das nächste Mal so ein Ding aufsetzen. Es gibt keine wissenschaftliche Studie weltweit, welche irgendeinen positiven Einfluss auf den Verlauf der vermeintlichen Corona-Pandemie darlegt. Es gibt auch keine wissenschaftliche Grundlage, auf die sich die politische Entscheidung unserer Landesregierung stützt, den Menschen da draußen per Zwang diese Maske zu verordnen. Die gibt es nicht. Es wird argumentiert, eine Mund-Nasen-Bedeckung soll vor der Ausbreitung des Virus schützen, indem sie Tröpfchen und Schmierinfektionen reduziert. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, wenn man sich mal wissenschaftliche Erkenntnisse anguckt. Die Porengrößen von, hören Sie mal zu, die Porengröße einer Maske, einer Mund-Nasen-Bedeckung, die Porengröße einer Mund-Nasen-Bedeckung beträgt zwischen 0,3 und 0,6 Mikrometer. Die Porengröße oder die Größe des Partikels eines Coronavirus beträgt 0,14 Mikrometer. Das heißt, wenn Sie in Ihre Maske reinhusten, ist es genau das Gleiche, als wenn Sie einen Handball durch ein offenes Fenster werfen. Gar nichts passiert, und das ist Fakt. Die einzige Grundlage, die von der Landesregierung ins Feld geführt wird, ist eine Empfehlung des Robert-Koch-Institutes, des RKIs. Und dazu muss man erwähnen, was ist das RKI überhaupt? Das RKI ist eine deutsche Bundesbehörde und direkt dem Bundesministerium für Gesundheit unterstellt. Das heißt, das RKI ist eine politische Einrichtung. Und geleitet wird diese Einrichtung durch den Tierarzt Lothar Wieler. Und dieser Tierarzt gibt uns Empfehlungen gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, welcher dafür bekannt ist, dass er neben seinem Abgeordnetenmandat eine Pharma-Beratungslobby-Firma gründete und führte und ordentlich abkassierte. Und dieser Pharma-Lobbyist gemeinsam mit einem Tierarzt führen den Landesparlamenten vor, was sie hier per Zwang verordnen sollen. Das gilt es doch langsam mal zu hinterfragen. Übrigens hat Jens Spahn Ende März selbst gesagt, dass er eine Maskenpflicht für nicht notwendig gehalten hat. Und zwei Wochen später hat er genau das selber wieder vergessen. So, eingeführt wurde die Maskenpflicht allerdings durch die Landesregierung hier bei uns, durch CDU, SPD und Grüne, befeuert und unterstützt durch die Linken, das wissen wir. Und liebe Kollegen, jetzt ist meine persönliche Bitte, bitte erzählen Sie doch auch mal die Wahrheit, wie Sie persönlich das handhaben, was Sie den Leuten per Zwang verordnen. Dass Sie jetzt hier für 20.000 oder 25.000 Euro Plexiglas-Käfige anschaffen wollen auf Kosten des Steuerzahlers, um das vermeintliche Infektionsrisiko zu minimieren. Zeitgleich aber in jeder Pause, auf jedem Flur, in jedem Sitzungsraum dicht gedrängt beieinander stehen. Keiner von Ihnen hält sich selbst an die Maßnahmen, die Sie den Menschen da draußen per Zwang verordnen. Das müssen die Leute wissen. Und dann wollen Sie jetzt noch dieses Schauspiel spielen.
Und vor allem erzählen Sie das den Unternehmern. Erzählen Sie das den Unternehmern, die Angst haben müssen vor der nächsten Kontrolle, dass ihnen wieder der Laden geschlossen wird. Weil das ist genau das, was draußen ankommt. Die müssen das ausbauen, was Sie hier per Zwang verordnen, wo Sie sich selber nicht dran halten. Jetzt aber zurück zur Maskenpflicht. Sie kennen alle den sogenannten R-Wert, den Wert der Reproduktionszahl, welcher für den Verlauf einer vermeintlichen Pandemie aussagekräftig ist. Dieser R-Wert hatte seinen Höhepunkt am 11. März 2020, der Höhepunkt zwischen 3 und 4. Ein Infizierter hat also vermeintlich 3 bis 4 weitere Menschen angesteckt. Eine Woche später, um den 16.03. herum, haben Sie Kitas und Schulen geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt lag der Wert bereits nur noch bei 1,8. Noch eine Woche später, 23.03., der Zeitpunkt des sogenannten Lockdowns, ist ja nichts weiteres als eine Ausgangssperre, so hätte man es ja nennen können, eine Massenquarantäne. Eine Woche später lag der Wert bei unter 1, da wo er hin sollte, Ihr vermeintlicher Zielwert. Und trotzdem haben Sie diese Maßnahmen eingeführt. Die Maskenpflicht kam dann mit der 5. Eindämmungsverordnung am 2. Mai, über einen Monat nachdem der Wert da lag, wo er eigentlich hin sollte. Das muss man auch mal hinterfragen. Und seit der Einführung dieser sogenannten Maskenpflicht, ist der Wert nicht weiter zurückgegangen, wie Sie sich vermutet hätten. Er ist wieder leicht gestiegen, was natürlich auch daran liegt, dass Sie viel mehr testen. Aber genau das Gegenteil, was Sie wollten, ist seit der Einführung passiert. Und hier haben wir ganz klar den Beweis, schwarz auf weiß, dass diese Maske überhaupt gar keinen positiven Effekt hatte. Gar keinen. Und genau das lässt sich auch in allen anderen Ländern beobachten, die genau das gemacht haben. In Spanien, in Belgien, in Frankreich, alle Länder, die auf diesen Zwang gesetzt haben, genau wie Sie, haben genau die gleichen Konsequenzen gehabt. Sie haben steigende Fallzahlen gehabt. Was haben Länder gehabt, die das nicht gemacht haben? Was hat die Schweiz gehabt? Was hat Holland gehabt? Was hat Schweden gehabt? Keine Maskenpflicht, keine Probleme. Apropos Schweden, ja, da komme ich jetzt gleich zu, Frau Dr. Pehle. Schweden, Sie erinnern sich wahrscheinlich noch an die Schlagzeilen über den schwedischen Sonderweg. Den Weg ohne freiheitsentziehende Maßnahmen, ohne Schulschließung, ohne Ausgangssperren, ohne die totale Zerstörung der Wirtschaft und ohne Maske. Schon im April war sich die deutsche Presse in ihrer politischen Korrektheit einig. Ich zitiere mal, schwedischer Sonderweg offenbar gescheitert, titelte der Deutschlandfunk im April. Folgen nicht abzusehen, 10% Tote, Schwedens lascher Sonderweg in der Corona-Krise droht zu scheitern, malte der Fokus an den Himmel. Oder Coronavirus in Schweden, läuft das Land in die Katastrophe, titelte das Redaktionsnetzwerk Deutschland, bekanntlich in SPD-Hand. Wie sieht die Realität heute aus? Wie sieht die Realität wenige Monate nach diesen Hiobsbotschaften, diesen Horrormeldungen aus? Wissen Sie, wie viele Corona-Tote es aktuell in Schweden gibt? Wobei übrigens immer noch nicht differenziert wird, ob jemand an oder mit Corona gestorben ist. 4. September, ganz aktuelle Zahlen, Corona-Tote Schweden, 0. 5. September, Corona-Tote Schweden, 0. 6. September, 0. Und was tickert plötzlich die deutsche Presse jetzt wenige Monate später? Zitat NTV, letzter Dienstag, Schweden meldet Etappensieg, Positivquote niedrig wie nie. So schnell ändert sich hier nämlich der Wind. Und was hat die Presse aber mit ihrem Kurs damals erreicht? Was hat die Presse mit dem Kurs damals erreicht? Sie hat genau das erreicht, was auch mit der Maske in allen Ländern, die das machen, erreicht werden soll. Es soll das Gleiche erreicht werden wie mit den täglichen Schock- und Horrormeldungen, mit Live-Tickern, mit Sondersendungen. Es soll Angst geschürt werden und die Maske soll auf jeden Tag neu daran erinnern, dass wir in einer vermeintlichen Ausnahmesituation leben, dass wir Angst haben müssen. Und hier stelle ich mir ganz klar die Frage, was hat denn jemand davon? Wem nützt denn das? Und ein Volk in Angst lässt sich besser kontrollieren. Unliebsame Entscheidungen lassen sich viel einfacher im stillen Kämmerlein durchwinken. Und genau das ist der Zweck dahinter. Und jetzt noch aber mal zur Mund-Nasen-Bedeckung. Wir können anhand der Fakten, und das sind Fakten, das sind Zahlen, wir können anhand der Fakten zweifelsfrei feststellen, dass die Maske weltweit in allen Ländern, die das gemacht haben, keine positiven Auswirkungen hatte. Und ich möchte erwähnen, das gehört zur Wahrheit dazu, dass es einzelne Bereiche gibt, wo eine Mund-Nasen-Bedeckung Sinn machen kann. Beispielsweise eine FFP3-Maske, um auch Menschen mit Vorerkrankungen selbst zu schützen oder im medizinischen Bereich. Übrigens wird immer mit den OP-Masken argumentiert, während einer OP, da geht es gar nicht um Viren, da geht es um Keime, aber das ist auch wieder was ganz anderes. Das muss ich erwähnen. Bei einer Maskenpflicht für die breite Bevölkerung, bei einer Maskenpflicht für die breite Bevölkerung könnte man sich aber denken, naja,
das schadet ja auch nicht. Also hören wir mal wieder blind auf unsere Politiker da oben, aber weit gefehlt. Jeder, der sich dieses Ding über einen längeren Zeitraum aufsetzt, sollte sich eins bewusst sein, er riskiert mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Gesundheit. Und auch das möchte ich untermauern. Immer wieder weisen Ärzte und Wissenschaftler seit Jahren auf die Gefahr einer CO2-Rückatmung hin. Hier möchte ich eine Studie von der Ärztin Ulrike Butz zitieren. Bereits 2005 hat sie umfangreich das studiert, wie sich das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf den Organismus auswirkt. Und nach nur 30 Minuten Tragezeit stellte sie signifikante CO2-Erhöhungswerte im Blut der Probanden fest. Die sogenannte Hyperkapnie setzte ein. Die Hyperkapnie schränkt verschiedene Hirnfunktionen ein. Sie führt zu Verwirrtheit, zu geistigen Einschränkungen, zu einer eingeschränkten Konzentration, einer erhöhten Herzfrequenz und sie erhöht das Sturzrisiko, was gerade bei älteren Patienten nicht unerwähnt bleiben darf. Und 30 Minuten untersucht. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn man so ein Ding einen ganzen Tag auf hat, wie es viele Menschen leider machen müssen. Das nächste Problem, Masken sind Virenschleudern. Auch das wissen wir. Es bildet sich in Verbindung mit dem Mund-Rachenraum ein feuchtes Milieu. Und kaum ein Anwender, das wissen Sie auch, kann die empfohlene Tragezeit von 2 bis 3 Stunden einhalten. Entweder kann es keiner aus finanziellen Gründen, weil so ein Ding richtig Geld kostet mittlerweile, oder die Menschen wissen das gar nicht, wie man das genau macht. Und manche Menschen haben ihre Maske, das weiß ich auch aus Gesprächen mit Betroffenen, diese Maske, die sie tragen, seit Beginn dieser Einschränkung im Februar auf, weil sie sich gar nicht so ein Ding leisten können. Und da wollen Sie mir erzählen, das hilft irgendwas? Was geschieht in diesem feuchten Milieu? Viren, Bakterien und Pilze können sich explosionsartig vermehren. Nehmen Sie wieder mit, das Ding hier. Das zeige ich nachher. Viren und Pilze und Bakterien können sich explosionsartig vermehren. Sie begünstigen andere Krankheiten und sie schwächen das Immunsystem. Welche gesellschaftlichen Auswirkungen führt diese Panikmache ins Ziel? In Hessen hat ein Schüler vor kurzem eine Abmahnung bekommen seiner Schule, weil er auf dem Schulhof einen Schluck Wasser getrunken hat und seine Maske runtergezogen hat. In Hannover wurde ein neunjähriger Junge von der Schule geschmissen, weil er seine Maske nicht aufhatte und das, obwohl er ein ärztliches Attest hatte. Und in Stendal wurde mir berichtet, hier bei uns in Sachsen-Anhalt, dass ein Möbelhaus eine Strafe von 2.500 Euro zahlen musste in dieser wirtschaftlich schwierigen Lage, weil 4 seiner über 100 Mitarbeiter ihre Maske nicht korrekt bis übers letzte Nasenloch aufhatten. Solche Zustände sind Wahnsinn, liebe Kollegen, und solche Zustände müssen wir zusammen beenden. Es bleibt also festzustellen, dass es keine wissenschaftliche Grundlage für den Einsatz einer verpflichtenden Mund-Nasen-Bedeckung gibt, dass die Einführung keine positiven Auswirkungen auf irgendwelche Ansteckungszahlen hatte und dass ganz bewusst das Risiko in Kauf genommen wird, die Gesundheit von Maskenträgern flächendeckend zu gefährden. Liebe Kollegen, es ist die Pflicht der Regierung, dem Wohle unseres Volkes zu dienen. Lassen Sie uns also als Bundesland mit gutem Beispiel vorangehen und diese Maskenpflicht abschaffen. Dankeschön. Applaus